Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, das ist heute mal gar nicht so meine Zeit. Gerade von der Arbeit wiederkommen. Es ist Donnerstag, 10 nach 10 ungefähr. Und ja, mir sind leider die Folgen ausgegangen. Also von daher, und dann kommt man auf den Server und überall laufen Hühner rum. Danke, Herr Imba. Das gibt natürlich auch Rache. Selbstverständlich. Was haben wir hier gemacht? Hier haben wir auch noch was drin gehabt. Wir haben. Was ist denn, was war denn mal hier drin? Ach, Jetfuel. Okay. Da ist wahrscheinlich unten die Produktion zum Erliegen gekommen. Wir haben 30.000 Buckets an Steam. Wir haben 48.000 Buckets Öl und Fuel haben wir nur 250. Das ist ja relativ wenig. Lava habe ich begrenzt, weil 52.000 Buckets ist eigentlich ganz gut. Halt nur als Reserve. Kerosotöl haben wir 27.000 und Resonant Ender haben wir 104. Und Jetfuel haben wir 5.000. Das geht. Ja, können wir jetzt über eine Extrapumpe laufen lassen? Das muss ich, glaube ich, nochmal klären, wie er das genauer meint. Was ich eigentlich machen möchte, ist. Oh, die sind alle voll, ne? Oh, ich glaube, wir sollten da noch mal welche anhauen. Flui. Das waren diese hier. Ich glaube, davon nehmen wir einfach nochmal 10. Was ich gerade gesehen habe und was wir heute auch tun werden, ist. Na. Hier ist alles voller Kerosotöl, was wir natürlich auch nicht mehr benutzen. Also ist natürlich, ja, warum wird das eigentlich nicht abgepumpt? Das könnten wir ja theoretisch in unser ME-System. Ah, was? Ja, logisch, das ME-System ist voll. Okay, verstanden. Auf jeden Fall laufen diese hier nur mit 3,4 bis 5 MJ, weil hier einfach nicht genug Steam reingepumpt wird. Das heißt, wir werden jetzt mal. Oh, so viele habe ich davon gemacht. Junge, Junge. Uns davon ein paar nehmen und hiervon. Und dann werden wir mal die Liquid Ducts ersetzen. Da komme ich natürlich jetzt auch schlechter ran, ne? Typisch. Damit wir das halt alles auf Transfer Nodes machen und das geht dann alles relativ fix. So. Ich hätte vielleicht auch noch die Pipes mitnehmen sollen. Ja, könnte sein, dass wir so noch zu wenig. Na, nee. Das sollte eigentlich ausreichend sein. Ah, hier geht's schon hoch. Okay. Ah, komm. Dort hingesetzt. Dort. Dich würde ich da gerne wegschalten, genau. Hallo. So. So, so. Wir sind heute übrigens alleine. Also nicht, dass ihr euch wundert. Habe ich irgendwie vergessen zu sagen. So, und dann haben wir natürlich hier unsere. Warum kann ich die da nicht setzen? Ist ja kurios. Ah, kann ich da immer noch drüber wegfliegen? Okay. Wobei, nee, das machen wir. Warum? Geht nicht. Okay. Jetzt geht das aber. Und du musst dich so verbinden. Genau. Aha. Das ist ja doof. Nee, ich will dich abhaben. So. Dann müssen wir hier noch unser schönes Cover löschen. Und dann machen wir. So. Und dann hier auch. So. Hervorragend. Dann kommt hier ein bisschen was rein und. Das geht da nicht so. Schade. So. Und das dürfte ja trotz alledem.
Nicht so viel verlieren, ne? Jawohl. Und da holen wir doch endlich mal was raus aus den Maschinen. So. Ah, hier kann man wenigstens wunderbar drunter langlaufen. Da komme ich dann natürlich nicht mehr ran. So. Ich hoffe, es reicht auch. Du musst wieder abgeschaltet werden. So. So und so. Und theoretisch. Yeah. Das läuft richtig gut. Ihr lauft nämlich jetzt auf 8 MJ. So war das auch geplant. Aber man sieht trotz alledem kein Energiefluss, weil hier mehr Energie abgezweigt wird als alles andere. Okay. So, dann kümmern wir uns hier mal um den Tank. Das ist rot, grün, rot. Dass wir das einfach in unser System pumpen, können wir mal den Tank kontrollieren. Ja, welcher Tank ist es? Der da hinten müsste es sein. Nee, der ist es nicht. Der Tank ist es auf jeden Fall nicht. Weil da ist Jetfuel drinne. Könnte der Leim sein? Dass der gar nicht richtig grün war? Das wäre jetzt ja natürlich kurios. Green. Ah, hervorragend. Zap. Dann ist dieser nämlich voller. Hoppala. So. Rein mit dir, dann tanken wir nämlich das Ganze. Wo ist es? Da ist es. 27 Kilo Buckets, okay. Alter, alles rot, ey. Schrecklich. Ja, da ist man mal ein paar Tage nicht am Server und dann sowas, ne? Ich war jetzt wirklich längere Zeit nicht da. Ich glaube 4 Tage am Stück. Was man halt so als lang empfindet, kann man sagen, ne? So. Aber wieso haben wir denn jetzt. Ach, das ist wahrscheinlich vom Imba. Okay. Steam haben wir jetzt auch nicht mehr, oder was? Jetzt haben wir hier dreimal Kerosot. Das ist eine schlechte Verarsche. Eieieiei. Wo hapert's denn hier? Ah. Okay. Das dauert noch ein bisschen. Aber es müsste eigentlich nebenbei laufen, weil alles, was ME ist, läuft eigentlich hier drüber. Die High Voltage werden beim Imba gefertigt. Ja, und ich weiß gar nicht, was jetzt im Lager ME so noch drin ist. Das dürfte eigentlich gar nicht so viel sein, so ein paar Kleinigkeiten bis jetzt. Okay. Flui. Ah, ein weiteres fertig. Hervorragend. Schade, dass man da nicht auch größer werden kann. Ja. Das ist noch ein bisschen tricky. Leider. Aber man sieht, es ist auch schon. Ja. 5 Flüssigkeiten und alles voll. Wir können ja mal an unser Interface gehen und mal gucken. Es wird nicht genau angezeigt. Fuel. Oh, Fuel gehen die Buckets noch richtig schnell hoch. 30 Kilo. Also wir haben auf jeden Fall dann genug in Reserve. Ne, ich wollte nach unten. Ich wollte mal hier hingucken. Hier fehlt Netherrack. Und hier fehlt Blaze Powder.
Das möchte ich eigentlich alles mal automatisieren, ey. Das wäre eigentlich mal ein Fall für heute. Export. Yeah, zwei Stück. Haben wir noch ME-Kabel? Haben wir auch noch. Schöne Sache, ey. Läuft ja heute richtig. So und so. Dann kriegt der ein, dann geht's nach oben und an der Decke geht's dann hier rüber. Zapp. Warum ist denn das? Ah, nee. Oder? Keine Power mehr? Warum nix Power? Temperatur ist da. Warum dreht sich das nicht mehr? Was ist hier passiert? So, Wasser ist da, hä? Die drehen sich auch nicht mehr. Der tut aber noch so, als würde er drehen. Aber hier ist auch alles Ende. Was ist hier los? Hier dreht sich was, da aber nicht. Das ist ja sehr, sehr kurios. Aber hier tut sich noch irgendwas. Warum tut sich hier nichts? Ah, schwerer Fehler, schwerer Fehler. Na klar, werden die Mikroturbinen. Logischerweise hier über die beiden Maschinen gefüttert. Und weil ich jetzt natürlich längere Zeit nicht da war, wurden sie nicht mehr gefüttert. Ja, ganz klarer Fall. Also, wir brauchen Netherrack Dust. Wir brauchen Blaze Powder. Wir brauchen Magma Creme. Haben wir sogar. Und wir brauchen Tar. Davon haben wir auch sehr viel erstellt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich's? Ores Craft Items. Die Frage ist, pumpt er das jetzt nur mit Netherrack voll? Das ist natürlich jetzt so die Frage. Dann müssen wir nämlich tricksen. Naja, und er macht es. Gut, dann tricksen wir. So, ne, so. Und so. So, so. Ja. Ja. Aber so. Dann kann er nämlich gar nicht anders. Dann können wir ihm auch sagen, volle Pulle. Ups. Zap, zap, zap. Stack, stack, stack. Voll. So, dann müssen wir da nochmal das gleiche machen. Machen wir hier so. Das Tar und. So, wir brauchen ein zweites Blaze Powder. Aber wir können es ja hier einfach ein bisschen bedienen. So, und das wird jetzt natürlich dann so lange laufen. Das war ja schlau, ne? Ach, das können wir wieder reinschmeißen. Das wird natürlich so lange laufen, wie wir da Ressourcen drin haben. So, Stacks und go. Und schwuppdiwupp ist alles voll und wird dann schön verbraucht.
Und demnach haben wir dann auch logischerweise genug Jetfuel. Und es wird auch wieder was nachproduziert. Ja, wir kommen ganz langsam vorwärts. Ich meine, der Tank war mal voll. Ist alles verbraucht. Stimmt gar nicht. Ist gar nicht alles verbraucht. Das ist alles hier. Da. Nee. Wo ist es hin? Jetfuel. Jetfuel. Wer verbraucht hier Jetfuel? Warte mal, das war, wo war denn das? Jetfuel wird hier verbraucht. Warum dreht sich ja auch nichts? Ist der Server so am Buggen oder was? Ja, ich kriege Schaden, obwohl hier nichts mehr passiert. Das ist eine geniale Geschichte. Hier tut sich einfach nichts mehr. Ja, da hat sich Rotary Craft wohl so ein bisschen entrotosiert. Also gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Man sieht hier, ne, wie viele Speed-Upgrades hier drin sind. Und ich weiß auch nicht, ob das hier drunter läuft. Ich weiß, dass es hier läuft. Das scheint zu funktionieren. Ah, und hier wird natürlich auch fleißig dann immer schön Jetfuel verbraucht. Deshalb ist auch so viel weg. Welche 13.000 Buckets. Krass, richtig krass. So, dann können wir eigentlich mal so eine kleine Rundschau noch machen. Hat sich hier irgendwas verändert? Hat sich das Haus verändert? Irgendwie nicht. Der Turbinator, der, ja, macht irgendwas anderes derzeit wohl. Ja, das Mega-Backup-System und Energieversorgung, das läuft. Wir können mal hier kurz reingucken. Ah, für die Power-Suits werden hier noch Sachen gecraftet. Oh, so ein paar Kleinigkeiten, ne? Da bin ich mir nicht sicher, ob ich die beiden habe. Die sollte ich auf jeden Fall mal rausnehmen, oder? Ach, komm, ich lasse sie drin. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn das irgendwie hakt, dass es da nicht weitergeht, dann wissen wir ja, woran es liegt. Okay, was hat er hier gemacht? So ein kleiner Treppenaufstieg, okay. Ja, jetzt wisst ihr auch, hier sind die ganzen Trophäen. Also er hat eine Hühnerfarm. Oder hatte, vielleicht auch. Weiß man natürlich nicht. Und deswegen sind da natürlich bei uns gerade Hühner gewesen. Und da kann man, das finde ich auch interessant, du kannst da einfach durchgucken. Knochenmehl, aha. Oh, was ist denn das? Jetzt. Das ist ja interessant, jetzt arbeitet er doch nicht mehr mit Turtles, sondern mit Grindern. Aha, da müssen wir ihn mal zu befragen, würde ich sagen. Und hier buggt die Welt. Und er hat mit Rotary Craft angefangen. Okay. Bedrock? Na, wer hat denn da in meinen Videos ge. Alter, der hat hier auch ein. Hat er sich ja ein paar Sachen, dass ich da schön abgekupfert. Das finde ich natürlich cool. Aha. Was ist denn das? Ah, Inform. Ach so. Sludge. Ah, okay. Ja, der hat hier schon ein paar nette Maschinen. Das ist schon nicht schlecht. Was hat er hier denn noch? Ach, das ist wahrscheinlich das der Torbogen, ne?
Ja, nicht schlecht, was er hier so alles hat. Wo geht's denn hier hin? Das ist natürlich unser Storage-Raum. Der ist doppelt. What? Das sieht ja fast aus, als wäre der. Tatsache, der ist dreifach. Also er war früher mal nur so rechts und links. Aber versucht haben, unsere MEs miteinander zu verknüpfen. Komisch, jetzt dreht sich das wieder. Eben gerade hat sich das nicht gedreht, ne? Er lässt sie auch auf volle Pulle laufen. Also das ist krass. Ist nicht schlecht. Was ist da drin? Wasser. Ah. Okay. Dann könnten wir nochmal ein Stückchen runtergehen kurz. Sich hier was verändert? Schwer zu sagen. So oft haben wir es ja nicht gesehen. Hier ist auf jeden Fall seine Vernetzung. Bisschen Kabelgewirr. Der Würfel. Und vielleicht ging ihm das auch ein bisschen auf den Keks, dass er. Ist sein Würfel größer? Tatsache, der ist nach unten hin größer. Dann werden wir das natürlich auch machen, ne? Klarer Fall. Kann wohl nicht sein, dass er einen größeren Würfel hat als wir. Und hier geht's noch eine Stufe nach unten. Die sind allerdings aus. Warum sind die aus? Hoppala. Ja, auf dem Feld stehen. Und der Server ist unheimlich langsam heute, also. Schlimm, schlimm ist das. Was ist heute nur los hier? Seine drei Kraftwerke, das finde ich auch voll. Das sieht genial aus eigentlich. So, und da hat er dann. Hätten wir jetzt Nachtsicht, dann könnten wir hier auch irgendwas sehen. Ah, irgendwie sehen wir hier nichts. Hier ist auf jeden Fall sein Kernkraftwerk irgendwo. Aber da wir da nichts sehen. Ja, bleiben wir doch nicht lange. So, dann können wir natürlich hier auch wieder zurück. Zap. Wobei wir auch noch mal kurz in die Wüste gehen könnten. Ich dachte, da steht ein Skelett. Alter. Gerade schon ein bisschen. Son Goku hat sich. Das ist vom Imba, seinem Kumpel, irgendwie was. Aber der Son Goku, der hat hier mal ein bisschen was gebaut. Aber auch natürlich nur so wieder angefangen und nichts weiter. Wie kommt man denn hier nach oben? Muss man denn hier hochschwimmen oder was? Tatsache. Ist ja auch interessant. Okay. Also ein bisschen was. Was ist das denn? Oh, rotes Glas, okay. Das ist auch nicht schlecht. Also eine Treppe zum Rausgucken. Und hier dann so seine kleine grüne Zone. Interessant. Ja. Ich würde sagen, das war's für heute. Auch wenn das nur so ein ja, Zwischenreiter ist. Haben wir doch ein bisschen was geschafft. Und ja, ich hoffe, ich kann morgen auch nochmal aufnehmen. Wenn das die Zeit erlaubt. Ich habe momentan echt viel um die Ohren. Und ich hoffe, die Folge war trotzdem nicht allzu öde oder langweilig. Und wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen da und seid morgen wieder dabei natürlich. Bis dahin, Tschüsschen.